Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel Ranked Ladder. Ich werde jetzt allerdings vorher noch schauen, ob ich meinen Zwillingstwister machen kann. Das ist mir nämlich auch noch eingefallen. Und zwar, wir gehen jetzt her und sagen einfach mal Super Rare. Was brauchen wir da gar nicht? Also den brauchen wir überhaupt nicht, den können wir zerlegen. Altergeist will ich auch nicht spielen, können wir zerlegen. Den würde ich auch nicht brauchen, können wir auch zerlegen. Ja. Da werde ich auch einen zerlegen, weil ganz ehrlich, ich werde den nicht spielen. So, Zwillingstwister werde ich einen machen. Und da werde ich einen MST austauschen gegen einen Zwillingstwister. Und da wollte ich noch Gamma Ciel schauen. Kaiju. Wie heißt denn der Kaiju? Kaiju oder was? Wo ist denn der Gamma Seal? Der ist super rare, okay. Will ich mir auch einen machen. Weil Gamma Seal kann man eigentlich immer brauchen. Da will ich einen Aufschlagen raus tun. Und den werde ich eventuell auch raustun, weil der wirklich eigentlich unnötig ist. Den werde ich raustun, glaube ich. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich noch irgendwas brauche. Eine Lumina könnte ich noch brauchen. Achso, Maxi. Maxi, genau. Maxi. 30 Ultra Rare Punkte. Maxi werde ich mir auf jeden Fall machen. So, weil Maxi, wenn wenn Maxi spielbar ist, dann ist das fucking crazy. Dann will ich jetzt den Bratan zerlegen, um einen Maxi zu machen. Wenn ich den wirklich spielen kann, ist der fucking broken. Genau. Schaut eigentlich soweit ganz gut aus. 41 Karten Deck, ja. Lassen wir mal so, würde ich sagen. Da darf ich ein Pack. Darf ich ein Pack gratis ziehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade schon wieder irgendwie Issues gehabt mit meinem Headset-Ding. Ich weiß nicht warum, das passiert irgendwie manchmal. Da muss ich mir auch was überlegen, wie ich das fixen kann oder was. So, ich hoffe es geht wieder. Aber ich glaube schon.
Das wäre jetzt natürlich Meme, wenn ich jetzt den Kaiju ziehe, den ich mir gerade gecraftet habe. Okay, ich habe einen anderen Kaiju bekommen. Gefahr Donnervogel, ja. Gefahr Donnervogel kann man mitnehmen. Mach noch eins auf. Ich schau mir das an. Ein anderer Kaiju. Ja, Kaijus kann man immer mitnehmen, eigentlich, würde ich sagen. Gut. Genug gestallt. Jetzt werde ich einmal wieder die Leiter fertig machen. Und meine neuen Karten ausprobieren. Als Lightsworn will ich natürlich als erster dran sein. Ganz klar. Okay, die Starthand ist crap. Ja, also den muss ich rausgeben. Den muss ich rausgeben, weil ich bin mega gebrickt. Das ist ein arger Brick gerade. Aber was soll man machen? Kommt auch vor. Muss man auch leben können damit, mit solchen Bricks. Semperface, Manface. Die Spannung steigt, was wir da tun, was wir da machen. Was wird er tun? Ich frage mich gerade, ob das dem anderen auch angezeigt wird, wenn ich die Duell-Avatare anklicke. Come on! Alter, der lasst sich Zeit. Was geht denn jetzt? Setzt noch eine. Und er beschwört ein Eldritch. Oh mein Gott, er hat ein Eldritch Deck. Ja, den Eldritch Deck, das sucks. That kinda do suck, my guy. That kinda do suck. Jetzt ist die Frage, was macht er damit? Hat Golden Lord. Kann ich irgendwie reagieren auf die Summon von Golden Lord oder was? Warum kann ich eigentlich nicht auf die Summon von Golden Lord reagieren? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also diese Karte hat eine Zaubervolle. Ich frage mich gerade, wie ich den Scheiß besiegen soll. Wie kann ich ihn aufgeben? Kann ich irgendwie aufgeben? Wie kann ich aufgeben?
Da kann ich aufgeben. Das ist ein Brick. Das ist die Frage, kriege ich Punkte, wenn ich aufgebe? Nope. Ja, aber es ist so gebrickt, das wäre Zeitverschwendung gewesen. Scheiße, also habe ich wieder vergessen, die Karte rauszutun. Die Kamechu-Karte, oder wie die heißt. Also ich meine nicht den Kaiju, sondern ich meine die andere Karte. Die da. Ich hab sie eh wieder auf der fucking Starthand, oder? Das gibt's ja nicht. Ist diese Karte mit dem offenen Monster aus? Oh mein Gott, ich mag diese Starthand schon wieder nicht. Wolf in der Starthand, wenigstens habe ich Raiden in der Starthand, das ist ja schon mal was. Aber Wolf in der Starthand ist halt wirklich nervig. Was habe ich da schon wieder zusammengemildert, Alter, das gibt's ja nicht. Das ist shit, ja. Low key shit. Aber nur low key. So. 2000 F. Frage mich, wenn ich jetzt mein XI-Monster in die Extra-Monster-Zone beschwöre, ob ich dann den Beratern beschwören könnte. So, Set 3, das ist schon mal threatening. Beschwört gar nichts. Ich könnte Celestia beschwören, aber ich mach's nicht. Okay, Gott sei Dank. So, Raiden Effekt! Let's fucking go! Ah. Maxi, yay! Ich liebe Maxi. Ich finde es so gut, dass Maxi legal ist. Es hilft alles nichts, ob er jetzt Maxi aktiviert oder nicht. Ich muss das machen. Voller Karten ziehen interessiert mich nicht. Ja, Minerva was not long for this earth, würde ich immer sagen, aber was soll man machen? Was ist für Karte? Dragon Maids, aha, er spielt Dragon Maids, alles klar. Ich meine, ich könnte es nochmal versuchen, gell? Versuchen wir es nochmal!
Ich hole mir die Lumina. Er zieht eine Karte, ist mir aber relativ wurst. Ah, Drachenmädchen, mein Gott. Soll er halt Karten ziehen, ich muss das machen. Ich kann nichts machen, ich muss das machen. Ich gebe ihm zwar extrem viele Handkarten, aber... ich glaube, ich kann ihn killen. Ich kann ihn ziemlich sicher killen. Ah. Okay, dann nicht. So, und wenn du jetzt sonst nichts hast, dann bist du tot, mein Freund. Ja, du bist ein Arschloch. Ja, du bist ein Arsch. Wurscht. Schaut er wenigstens Schaden rein. Ich habe gedacht, ich hätte ihn finishen können, aber... das ist halt das Problem, gell? Wenn man den anderen so viel Card Advantage gibt mit Maxi. Warum ist Maxi legal? Also das ist richtig nervig, dass Maxi einfach legal ist. Die Karte ist so unglaublich belastend. Er hat so unglaublich viel Card Advantage jetzt. Das ist richtig, richtig nervig, Jesus Christ. Also eigentlich wollte ich den Brat dann raus tun, aber ich mach's nicht, weil der eigentlich richtig, richtig geil ist. Soundtrack ist gerade richtig nice wieder. Überleg mir, den sogar in mein normales Light Swan Deck reinzutun. Das ist halt der Vorteil mit solchen Online-Simulatoren, da kann man sich das alles durchspielen. Okay, was bringt das jetzt genau? Hä? Was genau bringt das jetzt? Ach so. Ja, holt jetzt das Fusionsmonster. Verstehe schon. Ich weiß jetzt nicht, was das Fusionsmonster genau macht. Ja, scheißegal, sie hat extrem viel Attack auf jeden Fall. Extrem viel Attack und extrem nervig auch. So, jetzt muss ich mir genau überlegen, was ich jetzt mache. Wie ich das Ganze noch rumreiß. Hm.
Ich werde mal mit dem Mill-Effekt anfangen. Jesus Christ. Oh mein Gott, fuck you. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich dieses Viech weg? Was? Oh mein Gott. Ich weiß gerade nicht, was ich da jetzt am besten machen soll. Ich weiß gerade nicht, was ich am besten machen soll. Das ein anderes Drachenmannsmädchen, das du kontrollierst. Ah, mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe halt nicht die extra Deck Capabilities, das ist das Problem. Und ich glaube, dass die auch ist ja vom Friedhof zurückgebracht worden. Also kann ich nicht wirklich was machen. Habe ich irgendwas im Friedhof, was mir helfen könnte? Ah, den kann ich nicht holen. Ich fange mal an mit Ruf der Gejagten. Was ich mir da hole, ist jedoch die Frage. Ja, Raiden wird die beste Option sein. Ja, Maxi, natürlich Maxi. Sag mal, Maxi ist so unglaublich broken. Es ist wirklich so broken, es ist so krank. Der Effekt ist once per turn.
Es wird nichts bringen. Es wird nichts bringen. Also ich brauche wirklich bessere XC-Optionen. Sorry, dass ich jetzt wenig geredet habe, aber ich habe wirklich grad so hart nachdenken müssen, was ich mache. Ah, warte. Das würde ich auf den Friedhof legen. Ja, ist glaube ich relativ wurscht, was ich da für eins nehme. Ich glaube, Salon ist ein bisschen besser. Wenn er noch ein bisschen weniger Life Points gehabt hätte, wäre das richtig geil gewesen. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man tun? Tja. Ich brauche bessere Extra-Deck-Optionen. Das wird mir immer mehr bewusst, dass ich einfach nicht die Extra-Deck-Optionen habe, die ich eigentlich bräuchte. Ja, wurscht. Ich mein's wurscht in dem Fall. Was mache ich da? Brauche ich wirklich Link Monster, wo ich meine Monster irgendwie verwursten könnte? Also zum Beispiel, wenn ich den Bratan habe, den Level 9er Bratan. So bin ich in einer Situation, die, sagen wir, alles andere als ideal ist. Was machen wir, um das zu drehen? Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, das zu drehen? Das kann ich wegtun. Die kann ich ihm wegzerstören. Die Frage ist, ob es irgendwas bringt. Er kann sie halt trotzdem resolven, aber sie ist wenigstens weg. Jesus Christ. Lustig wäre es, wenn er weniger als 800 hätte und ich hätte irgendwie die Möglichkeit, einen Gaga-Gaga-Cowboy zu machen. Aber ich habe halt nicht einmal einen Gaga-Gaga-Cowboy. Board State ist halt so, dass ich die nicht wegkrieg. So eine 3G zu haben, wäre auf jeden Fall einmal richtig geil. Raigeki wäre richtig Premium. Shish Kebab. Shish Kebab an der Stelle. Jeez Louise, my guy. Das ist natürlich störend. Das ist natürlich wirklich sehr störend.
werde nach dem Game werde ich noch ein, also nach der Partie werde ich noch eine Partie machen. Und dann werde ich es, glaube ich, für die Folge angehen, beziehungsweise vielleicht sogar für heute. Weil ich wollte noch ein paar andere Sachen machen. Ja, GG, was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man tun? Gleich nächste Runde auf jeden Fall. Und dieses Mal ist ein Win drin. Ich spür's. Ich hab's im Urin. Dass es ein Win wird. Oh mein Gott. Ja, die Hand spiele ich nicht. Die Hand interessiert mich nicht. Mit so einer Hand, so einer Hand zu spielen, hat keinen Witz. Bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das Aufgeben negativ auf meinen Rank auswirkt, aber ganz ehrlich, was willst du machen mit so einer Starthand? Du brauchst irgendein Combo-Piece oder irgendwas, aber. Ah, die Starthand ist auch relativ crap. Die Starthand ist wirklich crap, aber. Die ist besser als die andere. Die ist besser als die andere Starthand. Das Ding mit Gamma Seal ist halt, ja, das Ding mit Gamma Seal ist halt, man will ihn haben, nicht? Also man möchte mit Gamma Seal, arbeiten, weil man sich denkt, ja, was ist, wenn der Gegner Bossmonster hat oder was? Aber tja, die Frage ist halt, ob sich's auszahlt für die paar Bossmonster. Ah, Feuerformation. Ja. Ich kann immerhin jetzt den Clapback machen, aber. Bitte Monster. Monster. Das ist nicht das Monster, was ich wollte. Oh mein Gott. Ja, ich Lightning Storm ihn einmal. Was soll man machen? Ich Lightning Storm ihn nochmal. Hä? Ja, keine Ahnung. Komisches Deck. RR Soldato. Ich weiß nicht genau, was er spielt, ehrlich gesagt. Ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ich schau mir noch an, wie stark sein Deck ist. Weil wenn ich Maxi zu früh feuer, dann ist das auch nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir mal so.
dann auch nicht das Wahre, gell? Maxi zu früh feuern ist unsinnig. Also er spielt wirklich unironisch ein X-Saver-Deck. Sehr interessant. Ich feuer Maxi. Also wenn er jetzt Synchro beschwört, muss er mir eine Karte geben. Wird er das tun oder nicht? Ja. Er wird es tun. Jetzt wird er wahrscheinlich in der Synchro gehen, schätze ich mal. Beziehungsweise in der XC. Mit den Beratern feuern. Sonst bin ich nämlich fast tot und das will ich auch nicht. Bei 6. Tut natürlich trotzdem weh, aber mein Gott. Greift er an oder greift er nicht an mit dem? Beziehungsweise. Was habe ich schon? Main 2. Jetzt überlegt er sich, ob es wert ist, in der Synchro zu gehen oder nicht. Gott sei Dank, okay. Will ich wenigstens den Wolf los. Thank Jesus Christ. Raiden-Effekt. Ja. Ich will den Erbellum loswerden. Fuck you. Fuck you. Fuck, das gibt's ja nicht. So war ich mit dem schlechteren Deck so viel besser. Da habe ich jetzt einfach keinen Luck mehr. Habe ich zu viel herumgepfuscht am Deck oder was ist da los? Das kann's ja wohl nicht sein. Das Ganze wohl nicht sein. Ja, er spielt Full Aim Knight. Ich bin einfach tot. Ich weiß nicht warum oder was. Es ist einfach unlucky. Unlucky. Ich glaube, ich nenne die Folge simply unlucky. Weil es ist einfach fucking unlucky. Ah, wenigstens kann ich den noch wegtun. Also tot bin ich nicht. Aber ich verliere wieder 2k. 2k zu verlieren ist natürlich dezent blöd. Oh mein Gott. Tja, was soll man tun?
Was soll man tun? Ich kann höchstens stallen und hoffen, dass er Crap hat. Oder dass er Crap zieht, besser gesagt. Gibt die Hoffnung noch nicht auf, aber... bräuchte halt Draw Luck. Ja. Zuerst das hier X-Saber-Monster. Spielt er das? Na, kann es nicht spielen. Doch. Bin ich nicht begeistert. Bin ich nicht begeistert, aber... ich lebe, lol. Wegen den 200 Heft der Lüla. Sonst wäre ich jetzt tot. Art of the Cards. Guide me. Ja. Das ist nicht Art of the Cards. Damn! Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich überleg gerade, was ich bei meinem Deckbau falsch mache. Beziehungsweise ob ich etwas falsch mache. Weil ich habe eigentlich immer relativ konsistent meine Turn 1 Leute rausbekommen. Jetzt sollte ich den Gamma Seal raushauen zugunsten eines Engine Pieces. Also wahrscheinlich gescheiter, weil er liegt wie Blei in meiner Hand. Also wenn der Gamma Seal im nächsten Spiel auch so wie Blei in meiner Hand liegt, dann kommt er raus. Dann kommt er definitiv raus. Aber das ist Crap. Das ist einfach nur Crap! Aggression! Komm. Hau mich zusammen. Rufingatsch. Und Schlogawön. Aber du mich ja nicht kühn. Rufingatsch. Und Geberu. Und schließe ich deine Augen zu. So ein Wurmutschkel wie dir gebe ich kein Schöling. Oder ein Ägypter zwar, du bist der Zwilling. Weil einer allein kann ja nicht so deppert sein. Hupfingatsch. Und grob den. So, wenigstens kann ich einmal den Wolf loswerden, das gefällt mir schon mal gut. Anschließend. Ich weiß nicht, was ist passiert. Mit meiner Fähigkeit Turn 1. Vielleicht habe ich zu viele Zauber und Fallen im Deck. Das kann natürlich auch sein. Dass ich zu wenig Lightsworn Monster habe. Und was will ich sehen? Ich will einen Raiden sehen und ich will, dass ein Wolf gewillt wird. Dann kann ich Turn 1.
meine Minerva rausbekomme. Jeder andere gibt auf. Das ist natürlich gut und schön, dann kriege ich natürlich Punkte, das gefällt mir. Rank up, Super Sergeant, Master Sergeant. Bam, 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 bam. Drei Tournament Packs. Und jetzt würde ich gerne. Gerne, gerne würde ich noch einen Win einfahren. Das wäre supi. Das wäre supi. Aber ich glaube, mit 10 Liter Bier geht das. Gute Starter. Gute Starter. Gute Starter. Sehr gut. 10 Liter Bier und dann geht das. 10 Liter Bier und dann geht das. 10 Liter Bier und dann geht das. Und dann geht das richtig los. So, genug gesungen. Zwei Karten setzen. Raiden aktivieren. Jetzt noch ein Mulf millen. Bam, 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 bam. Okay. So, jetzt noch ein Wolf millen und alles ist gut und alles ist perfekt. Ein Wolf wurde nicht gemillt, aber was soll man machen? Ist halt so. Bis. Endphase. Was wurde gemillt? Ein Wolf. So, bist sicher. Aber Maxi auf der Starthand ist halt broken, ja. Maxi auf der Starthand ist fucking broken. Also jetzt drei Karten. Jod-Format Gameplay. Ich hole mir meine Lila. Er aktiviert Maxi, ja, cool. Kriegst halt eine Karte, was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man tun? Maxi ist so unglaublich stark. Das ist einfach. So. Ich werde mal damit beginnen, dass ich meine Lila aktiviere und der eine schießt. Das ist einmal eine ordentlich geile Kette. Sehr gut. Dann mache ich das. Mill mir meine Karten runter. Hallo? Hallo? Ja, das hat jetzt weniger gut funktioniert. Wurst. Ich habe nämlich noch eine Solar-Wiederaufladung, wo ich ein paar Karten cyclen kann. Ich habe hier einen Wolf.
So, dann spiele ich noch einen Ehren. Werde meine Battle Phase wechseln. Zack. Und mische das Monster ins Deck. Dann kriegst du noch 1,7 Schaden reingedrückt. Manfest 2. Mach mir eine wunderbare Minerva. Zack, bumm. Advantage wird generated. Machst du was dagegen mit einer Handtrap? Effekt. Minerva-Effekt. Lyla wird abgeworfen, weil Lyla den scheinigeren Finish hat. So, dann mache ich noch Folgendes. Und dann war das mal ein produktiver Zug, würde ich sagen. My guy. And face. Zwei Karten werden gemillt. Wolf wäre geil. Wolf ist es nicht. Standby Phase, Main Phase. Ersetzt zwei Karten, riveting Gameplay auf jeden Fall. Dann beginne ich mal mit dem Angriff der Lichtbrigade. Channel Maxi. Da bin ich Maxi, du Arschkind. Fuck yeah. Fuck yeah. Und er Chain Maxi zu meinem Maxi. Das ist die ultimative Maxi Chain Clusterfuck. Interessant. Interessante Sachen. Interessante Situationen. Zack. Wolf kommt special. Er kriegt eine Karte. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt, gell? Mal die Karte abhängen. Werde dir aber nicht das Vergnügen geben, mit Maxi zu arbeiten. Da geht sich leider knapp nicht aus, aber was soll man machen? Schade, schade, Schokolade, sage ich dazu nur. LOL! Ich bin tot, ich Vollidiot. Ich bin Deckout gegangen. Ich bin wirklich Deckout gegangen. LOL! Oh mein Gott, ich bin Deckout gegangen. Das glaube ich jetzt nicht. Man muss einfach nur weitergeben. Ich habe keine Karten mehr im Deck. Ich bin Deckout.
Das glaube ich jetzt echt nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße, Mann. Ja, das müsste man halt beachten, gell? Müsste man halt beachten, aber was soll man machen, was soll man tun? Dann mache ich noch meine Pity Packs auf. Und werde es anschließend angehen, wenn sie beenden. Damn. Gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich nicht. Ach Gott, was soll man machen? Was soll man tun? Mach ich mal meine Pity Packs auf. Und vielleicht anschließend noch ein Master Pack, just for fun. Ja. Eine alte Classic-Karte, der Flammenmanipulator. Damn, son. Damn. Master Pack, let's go. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht Detective gehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, ja. Da machen wir noch eins auf, scheiß drauf. Scheiß drauf, mal es nur einmal im Jahr. Die ist sogar gut, wenn ich Stufe 2 Monster hätte. Habe ich halt nicht großartig in Lightsworn. Joanna. Vor um Liebe zu geben. Umfrage. Zu spaßen sein, ja. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, nicht zutreffend. Solo-Modus, naja. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe die Geschichte noch gar nicht gespielt. Geschichten sind gut. Belohnungen sind auch gut. Ja, geht so. Passt schon. Passt schon.
Bitte sag uns, welche Funktionen du sehen möchtest. Erweiterung des Solo-Modus. Jo. 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 Yay, 50 Gems. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, erster Eindruck vom Spiel sehr gut. Dann war das einmal mit der Folge. Ich bin hier schon wieder über eine Stunde. Bis zur nächsten Folge. Ciao.